kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Für einen Unfall, der durch ein autonom fahrendes Fahrzeug verursacht wurde. Wer bekommt Zugriff auf das Facebook-Konto einer verstorbenen Person? Welche Rechte habe ich, wenn mein eBay-Account missbraucht wurde? Solche und viele weitere Fragen dieser Art besprechen wir in der Vorlesung Zivilrechtliche Grundlagen des IT- und Internetvertragsrechts. Bisher gab es auf diesem Kanal ja Videos zur römischen Rechtsgeschichte und zum römischen Privatrecht, das wird auch fortgesetzt, aber in diesem Winter halte ich auch die Vorlesung zum IT- und Internetvertragsrecht als YouTube-Vorlesung. Da stehen nun ganz brennende Fragen des geltenden Rechts und des zukünftigen Rechts im Mittelpunkt. Wir werden all die Fragen des Computer- und Internetrechts besprechen, die nicht mit dem Urheberrecht und gewerblichen Schutzrechten zusammenhängen, das ist nicht mein Fach. Alles, was nach dem BGB zu lösen ist, also Fragen des bürgerlichen Vermögensrechts, besprechen wir hier. Im Wesentlichen hat die Vorlesung zwei große Blöcke. Im ersten Block wird es um digitale Rechtsobjekte und ihre Stellung im bürgerlichen Recht gehen, also um solche Vermögenswerte, die nicht aus Geld und nicht aus Sachen bestehen, sondern eben aus Bits und Bytes. Das können einfach Dateien mit Musik oder Filmen sein, die man online erwerben kann, aber auch kompliziertere Gebilde wie die Bitcoin. Im zweiten Block geht es darum, wie Rechtsgeschäfte aller Art, auch über ganz herkömmliche Güter, mit Hilfe von Computern und Internet abgewickelt und abgeschlossen werden. Da geht es also beispielsweise um elektronische Willenserklärungen oder auch um die Abwicklung einer Überweisung mit Elektronik. Bevor diese beiden größeren Blöcke starten, fragen wir in der ersten Einheit, ob wir womöglich so weit sind, dass Maschinen, Computer, sogenannte autonome Systeme, selbst als Personen mit Rechten und Pflichten anzuerkennen sind. Seit die Fortschritte der künstlichen Intelligenz so spektakulär geworden sind, wird diese Frage intensiv diskutiert, sollte es sowas wie eine elektronische Rechtsperson geben. Ich halte das für Unfug. Warum, erzähle ich Ihnen im ersten Lehrvideo am kommenden Dienstag.